Das nachfolgende Video ist nicht als Verkaufsvideo für den Endkunden gedacht. Da es bisher nur einen Prototypen gibt, soll dieses Video Unternehmen von der Marktreife von Kipp Solo überzeugen. Am Zubehörmarkt gibt es keine vergleichbare Vorrichtung, das nur von einer Person stromlos und unabhängig zu bedienen ist. Somit ist die Möglichkeit gegeben, ein komplett neues, anhängermarkenunabhängiges Produkt zu etablieren. Aus diesem Grund werden private Anfragen an die E-Mail-Adresse von Kipp Solo über eventuelle weitere Details oder Kaufmöglichkeiten nicht beantwortet. Kipp Solo sucht einen Hersteller und Vertriebsmöglichkeiten für dieses Produkt, da dieses auch online zu verkaufen wäre. Durch seine handliche Einzelteile wäre dies mit nur 2 Paketen möglich. Wer kennt diese Situation nicht, wenn man einen Anhänger besitzt? Man weiß die Vorteile eines solchen Gefährtes zu schätzen, kann flexibel Baumaterial einkaufen, die Gartenabfälle entsorgen, Sperrgut transportieren und vieles mehr. Doch wo Licht ist, ist bekanntlicherweise auch Schatten. Benötigt man den Anhänger nicht, und das ist der größte Zeitraum, steht er oft im Weg oder er fristet sein Dasein bis zu seinem nächsten Einsatz im Freien, wo er der Witterung ausgesetzt ist. So erging es auch mir mit meinem Anhänger. Durch den Kauf eines Zweitwagens war der Platz zu knapp, um alles in der Garage unterzubringen. So entstand Kipp Solo. Eine Vorrichtung, die es erlaubt, sicher einen Anhänger mit den Maßen 2x1 Meter alleine, ohne Hilfe einer zweiten Person, seitlich zu lagern und auch wieder zum Einsatz zu bringen. Die Vorrichtung wird einmalig an den jeweiligen Anhänger angepasst. Danach braucht sie nur noch angehängt und befestigt werden. Und schon kann man den Anhänger ohne großen Aufwand auf die Seite rollen. Durch das Rollen wird der ganze Vorgang erleichtert, da man das Hebelgesetz zum Einsatz bringen kann. Ist der Anhänger nun seitlich gelagert, steht er auf jeder ebenen, waagerechten Fläche sehr stabil. In dieser Position lässt er sich nun auf glatten Böden, zum Beispiel an eine Wand schieben, um größtmögliche Platzersparnis erzielen zu können. Es sind keine Abstützvorrichtungen notwendig. Der Anhänger kann überall sicher aufgestellt werden. Ist mehr Flexibilität gefragt, kann man auch den Rollensatz montieren. Dadurch lässt sich der Anhänger spielerisch manövrieren. Ebenfalls können nun in beiden Positionen Reparaturen oder Wartungsarbeiten vorgenommen werden. Ein gefährliches Experimentieren und Unterbauen, um zum Beispiel die Bodenplatte oder den Kabelbaum zu tauschen, entfällt. Ebenso könnte in Werkstätten der Platz auf der Hebebühne oder der Grube freigehalten werden, um diese Bereiche effektiver nutzen zu können. Kipp Solo lässt sich durch seine Bauweise problemlos auch per Post verschicken. Es wäre so auch für den Online-Handel geeignet. Durch seine Flexibilität in der Konstruktion ist es für nahezu jeden Kastenanhänger geeignet. Kipp Solo ist nicht markengebunden. In dem Produkt ist auch eine Modulerweiterung für Motorradanhänger vorgesehen.